Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Ich bin's, euer GigaGreevy hier von Gigalabastia, meinem kleinen bescheidenen Hort rund um die Welt von Pokémon. Und heute gibt es ein kleines Pokémon TCG Online Duell, denn ich bin live auf Twitch momentan auf www.twitch.tv/GigaGreevy. Den Link gibt's natürlich auch in der Videobeschreibung. Und dort habe ich zuletzt auch ein paar Pokémon-Duelle bestritten. Und eines davon, das möchte ich euch heute einfach mal zeigen, damit ein paar Uploads da sind, damit ihr was zum Gucken habt und ich nicht so viel kompliziertes schneiden muss. Also von daher eine Win-Win-Win-Situation. Viel Spaß mit der Runde. Achso, und bitte einen Like da lassen, einen netten Kommentar. Da freut sich der YouTube-Algorithmus und ich mich auch. Ist kostenlos und geht auch ganz fix. So, und jetzt wirklich viel Spaß. Oh nein. Bitte nicht dieses Deck. Please don't. Ha. Okay, er will anfangen. Fair enough. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Dann kann ich mit Raikou direkt 30 Schaden rausböllern. Ist vielleicht gar nicht so doof. Ich glaube, das Glumanda hat auch 70 Schaden, ne? Okay, er hat das Glurak auf alle Fälle schon mal im Deck, nicht in den Preiskarten. Das ist ein bisschen ärgerlich. Obwohl, jetzt kommen sie erst. Na gut, dann könnten die jetzt trotzdem noch da gelandet sein. Warum denn Mogelbaum? Mogelbaum, Mogel, Mogel. Ach. Ich hab's echt nicht vermisst. Was ist denn hier los? Da können wir es auch, schnell. Also mit so einer Hand. Da braucht er mir nicht kommen hier. Da können wir gleich wieder sagen, Tschüssikowski. Das ist ja die schnellste Runde ever. Wie ist denn das möglich? Wer hat denn da die Karten gemischt? Der Computer offenbar. Ja, aber was soll denn bitte? Habe ich nicht bestellt. Okay. Ja, ich werde dich jetzt nicht angreifen. Du musst jetzt schon mal was auf die Bank legen, Freund. Papier. Was? Hat er mich outplayed? Machst du jetzt Schaden? Ah. War ja klar. Ich krieg immer noch Energiekarten. Das reicht. Ich brauch nicht noch mehr. Oh, Pokémon. Mensch. Okay, da können wir mich jetzt einschläfern. Aber vielleicht wache ich ja auf. Jo, ich Papier. Der nimmt nochmal Schere. Ich dachte, ich kann ihn outplayen. Weil ich dachte, der denkt mit. Aber nee, das ist so einer, der macht so stumpf. Ah. Komm, Gainer. Schlaf. Shit, ich schlaf wirklich. That's not so good. Ja. Ich schlafe immer noch. Wenn ich jetzt ein bisschen Glück gehabt hätte und wach auf, dann ist sein eines Schneckmark schon mal weg. Das wäre sensationell wichtig gewesen. Der hat 80 Karten auf der Hand. Mit so einem Glurak-Deck, was ultra strong ist. Jetzt hat er bestimmt mal Cargo. Oh no. Oh no. Oh no. Und da kommt ja noch ein Pokémon auf einmal. Hallo, hier ist ein Mega. Ich schlaf doch schon. Hallo? Was ist das für ein Mist? Hey, ich bin wach. Mensch. Weißt du, ich hatte einen Vorteil. Und dann sagt das Spiel, hahaha, du wirst aber Pech haben. Du wirst Pech haben beim Schlafen. Und das heißt, dein Gegner bekommt 2 Runden geschenkt und damit ist er wieder in Front. Der hat bestimmt schon Glurak, Glutexo und bekommt jetzt Glumanda. Nee, doch besser. Besser. Cargo. Ey, 180 Schaden. Come on, let's do it. Ich brauche dringend Raichu. Danke.
Wäre nicht mal nötig gewesen für diese Runde, aber ich verstehe natürlich, warum man das möchte, weil wenn Delian auf dem Ablagestapel ist. Dann macht das Lurak dann mehr Schaden. Darauf habe ich spekuliert. Ohne Witz. Darauf habe ich wirklich spekuliert. Ah, Zebritz. Zebritz oder Raichu? Ich bin mir nicht sicher. Was machen wir? Ich glaube tatsächlich. Ich glaube, ich gehe tatsächlich auf Zebritz. Ich meine, ich kann eine Energie kann ich ja schon mal geben. Ne? Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe auch noch Raikou. Das haben wir ja nicht vergessen. Ach, Jan, mega. Na, das ist ja knuffig, Mensch. Ja. Dieses Glurak-Deck. Ja. Glumanda oder Energie? Ja. Und Lugia? Ja, das hast du mir schon gezeigt, ne? Eieieiei. Macht er das jetzt wirklich? Der macht es wirklich. Was ist, wenn er nochmal Delian hat? Dann ärgere ich mich, ne? So. Tschüss, Elektroenergie. Oh. Schade. Das ist echt. Das ist jetzt natürlich ein bisschen bitter. Nee, ich kann nichts tun. Ich will es aber eigentlich echt nicht riskieren, dass der mich irgendwie platt machen kann durch Unterstützerkarten. Das ist das Dilemma. Aber kann er das denn? Ha. Ha. Ich mach's trotzdem. Wie viele Siege habe ich verpasst? Ich glaube nur einen. Und der war auch relativ fix. Weil der Gegner aufgegeben hat und ich konnte nicht mal was entwickeln. Also ich hätte was entwickeln können, wollte es aber nicht aus Sicherheitsgründen und hat er aufgegeben. Und sonst habe ich, glaube ich, zwei, dreimal verloren jetzt. Irgendwie so. Da geht's los mit Lutexo. Und noch ein Makago. Okay. Eine Energie hat er schon gespielt. Er hat Hop gespielt. Das heißt, Unterstützerkarten sind auch weg. Das heißt, er greift gar nicht an, sondern opfert sein Makago, was er nämlich nicht weiß ist. Ich mach's platt. Das hat er natürlich nicht gewusst. Aber wie soll er das auch wissen? Das kann er ja schlecht riechen. Nochmal Pikachu! Ist jetzt nicht gerade das, was mir wirklich hilft. Ah, und jetzt hat er natürlich Lugia. Das macht 30 Schaden. Und ich sehe schon... Ja, da ist es. Hello. Da ist es doch. Und es ist auch eine Delian-Karte im Deck. Das heißt, es gibt kein Pokémon, was seiner Königsflamme entkommen kann. Es ist so dumm. Es hat 170 KP. Es kann eine Karte von den obersten dreien auf die Hand nehmen. Und die Königsflamme, müssen wir gleich mal gucken, ob da jetzt noch eine Delian-Karte war. Nee, zum Glück nicht. Aber ne, macht halt 50 Schaden noch oben drauf. Also 150 für zwei Energien. Und ich habe kein einziges Pokémon, was dieser Attacke überstehen kann. Das ist halt schon traurig. Shadum, willst du eigentlich bei meiner Frage mitmachen aus dem Twitch-Titel?
Ach ja, komm, nimm doch den Hopp. Na klar, warum denn nicht? Hast du eine Idee? Für diejenigen, die das nachträglich anschauen und vielleicht nicht ganz wissen, was ich hier meine. Welches Pokémon versammelt sich mit Artgenossen, brüllt sich gegenseitig an und wurde massenhaft in Grabstätten gefunden? Da kommt ihr nie drauf, Freunde. So, ein Elektroball, ein Voltoball ist schon weg. Wir haben noch theoretisch Pikachu. Oh, actually, guter Call von mir. Los, Zebritz! Mach 120 Schaden! Was? Ist mir gar nicht aufgefallen, klaro. Aber nicht schummeln! Das Problem ist, mein Raichu kann halt Glurak auch nicht besiegen. Das hat halt nur zwei Energien angelegt, ne? Und damit macht mein Raichu 110 Schaden, mehr nicht. Irgendwie war mein erster Gedanke Zubat, aber die schreien sich ja nicht wirklich an. Ja. Ist korrekt. Ist doch jetzt vielleicht nicht das Pokémon, was man zuerst mit Grabstätten verbindet, oder? Hint, hint. Ja, ich muss Tallinn nehmen. Also ich brauche Energiekarten, das ist schon klar, aber ich brauche viel mehr als nur eine. Is that my big brain? Ich habe Edelzeber und Raichu gerettet. Das wird spannend. Fledermäuse verbinde ich schon damit. Würdest du Fledermäuse nicht zuerst in Höhlen verorten? Hätte ich jetzt gedacht. Okay, er hat einen Mogelbaum, er hat ja einen Mega. Er hat natürlich auch eine Menge schon vorbereitet, ne? So ist es nicht. Aber es steht 3 gegen 4. Er hat jetzt seinen Glurak dabei, das macht jetzt alles von mir Platz. Ist das 90 Schaden oder 170, wenn es sein muss? Er hatte noch 4 Karten. Also wenn ich es jetzt geschickt spiele, ist er dumm. Warum ist er so dumm? Hä? Hä? What the hell is wrong with you? You need me more than I need you. Tschüss. Wir haben gewonnen, Leute. Das ist ja krass. Weil er einen Hals nicht voll genug gekriegt hat. Nice. Stark. Gegen so ein Glurak-Deck zu gewinnen, das macht schon immer Bock. Bin ich ganz ehrlich. Das ist schon echt eine geile Nummer. Sehe ich als YouTube-Video dieses Duell. Sehe ich als YouTube-Video. Grüße gehen schon mal raus. Mission abgeschlossen. 55 Pokémünzen dadurch eingesackt. Wir leveln hier auch weiter auf. Und hier noch die Zusammenfassung. MVP war unser Zebritz. 570 Schadenspunkte. Halleluja. Bam. Und da ist hier die nächste Mission auch abgeschlossen.
75 gibt's nochmal oben drauf. Zack, 1652. Sehr, sehr sweet. Okay. Da würde ich sagen, da können wir uns mal was leisten. Nämlich ein schönes Booster-Opening. Wir haben übrigens auch noch die Kisten. Machen wir mal die Kiste auf, Freunde. Eine geile Kiste. Oh, es ist Pandago. Die wird uns schon direkt präsentiert hier. Klopfender Hammer 90 Schaden und Abschütteln 150. Da darf man dann sogar noch eine zufällige Karte aus der Hand des Gegners auf den Ablagestapel werfen. Ist ein Phase 1 Pokémon. Das ist echt nicht schlecht. 150 Schaden. Aber es ist auch Fusionsangriff. Ne? Da ist natürlich das mit dem Schaden auch nochmal eine andere Nummer. Ich mag das Artwork. Das Ziel ist cool. Ja, das gefällt mir auch sehr. Wir haben strahlende Sterne. Da würde ich sagen, das können wir uns mal heute gönnen. Und natürlich Energiekartenraten ist wieder angesagt. Chellum ist gerade im Chat dabei. Die kann bestimmt gerne mal ihren Tipp abgeben. Ich sage, es ist eine Wasserenergie drin. Was sagt ihr da, ihr YouTube-Zuschauer da draußen? Jetzt mitraten. Ich öffne das Booster. Chellum sagt, es ist Elektro. Und es ist Stahl. Na gut. Viele Karten, die wir alle schon mal in irgendeiner Form gesehen haben. Vielleicht in einem echten Opening hier auf meinem Kanal, vielleicht auch hier schon mal online, habe ich auch schon mal was aufgemacht. Den Barista gibt es auch als Full Art, by the way. Ist aber jetzt irgendwie auch nicht die Karte, die man sich so am meisten wünscht. Weiß auch nicht warum. Warum hat es der Barista so schwer? Krypok als Reverse, die haben wir tatsächlich, glaube ich, sogar in einem der letzten Openings gehabt. Und eine seltene Karte befindet sich hier noch mit drin. Trommelwirbel, es ist... Ach, Motterpel, nee. Das ist jetzt nicht so der Knüller. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ihr Lieben, das ist es gewesen mit der Pokémon TCG Online-Runde. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn dem so ist, lasst eine positive Bewertung da. Und da würde ich mich sehr, sehr freuen, euch auch bei der nächsten Runde zu sehen oder beim nächsten Opening. Haltet dafür einfach die YouTube-Box im Blick, beziehungsweise abonniert den Kanal, ein Like da lassen, einen netten Kommentar. Das hilft ungemein, damit der YouTube-Algorithmus sprießt und gedeiht. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage Good Game, macht es gut und bis dahin. Euer GigaGreevy von GigaLabastia. Ciao, ciao.